Also ich sag euch so, wie es ist, Leute. Ich habe noch nie über dieses Thema gesprochen. Was? Die Businessfrau und die Blümchenmutti. Die Blümchenmutti. Wir haben es geschafft. Woo! Hey Leute, was geht ab? Zurück zu einem neuen Vlog von mir. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Heute haben wir Montag. Mein absoluter Lieblingstag. Nicht. Ich konnte gestern einfach nicht einschlafen. Ich bin um 4 eingeschlafen. Hab dann heute Morgen mit Mamalicious gefrühstückt, hab schon die Spülmaschine ausgeräumt und wollte mich jetzt ein bisschen fertig machen. Ich weiß noch nicht so richtig, was für heute ansteht. Bayo und ich wollten auf jeden Fall ein paar Fotos machen. Ich hoffe, das steht noch. Die ist nämlich noch in der Schule. Aber das blendet voll. Und eventuell wollte meine Cousine vorbeikommen, aber das steht auch noch nicht. Ich weiß nicht, ob ihr es seht, aber ich habe einen Herpes. Ich hatte erst hier oben einen, jetzt hier. Ist eine Katastrophe. Keine Ahnung, wo der herkommt. Ich denke mal dadurch, dass meine Hormone so durcheinander sind. Ich habe mir in der Apotheke extra hier so Pflaster dafür geholt. Die sind eigentlich echt ganz gut, muss ich sagen. Nur das hier ist so eine blöde Stelle. Das hält so doof. Naja, egal. Auf jeden Fall wollte ich jetzt ein bisschen Gesichtspflegeroutine mit euch zusammen machen. Ein bisschen eincremen, ein bisschen die Haut pflegen. Ein bisschen mit euch quatschen. Und dann nehme ich euch den Tag über mit. Mal gucken, was wir so machen. Also ich sag euch so, wie es ist, Leute. Ich habe noch nie über dieses Thema gesprochen. Was heißt noch nie? Schon so ein bisschen. Aber nie so extrem, weil mir das auch immer irgendwie ein bisschen unangenehm war. Und ich das einfach nicht zum Thema auf meinem Kanal machen wollte. Aber ihr wisst, wir sind Besties. Wir reden eigentlich über alles. Deswegen reden wir jetzt auch darüber. Und zwar habe ich, sage ich euch ganz ehrlich, ein großes Problem mit der Zukunft. Ich habe mich damit nie so richtig auseinandergesetzt und hatte so an sich damit auch kein Problem. Dachte immer so, ja, ich lasse es auf mich zukommen. Ich werde schon meinen richtigen Weg finden und so. Aber seit ein paar Monaten habe ich ein ganz großes Problem damit und auch so ein bisschen Angst davor. Weil ich nicht weiß, wo will ich hin, was will ich machen, wie lange läuft das noch mit meinem YouTube, will ich das wirklich hauptberuflich die nächsten Jahre weitermachen oder will ich irgendwas anderes machen und das einfach nur nebenbei laufen lassen. Das sind halt so die Fragen, die ich mir in der letzten Zeit schon öfter gestellt habe und die mir auch so ein bisschen den Kopf zerbrechen und die mir dann auch schlechte Laune machen, weil ich so ein bisschen verzweifelt bin, weil ich nicht weiß, wo will ich hin. Also ich habe mir jetzt... Ich bin jetzt nebenbei noch dabei, mir so ein zweites Standbein aufzubauen. Auch was das Online-Marketing betrifft. Aber ich weiß nicht, Leute. Es ist irgendwie, keine Ahnung. Ich habe auch schon mit meiner Managerin ein bisschen drüber geredet. Und auch mit meinen Eltern schon ein bisschen drüber geredet, dass ich halt echt nicht weiß, will ich das mein Leben lang so weitermachen? Oder halt auch mal was anderes, so, weil ich bin jetzt fast 24 und man muss halt irgendwann auch mal weiter planen, ne? Irgendwann will man ja dann auch mal von zu Hause ausziehen und, keine Ahnung, sich halt einfach so sein eigenes Leben aufbauen. Ich meine, ich habe die letzten 7 Jahre wirklich komplett nur Social Media gemacht und es war eine wunderschöne Zeit, es war echt krass, ich habe super viel erlebt, ich habe viele Menschen kennengelernt, ich durfte viele, viele Sachen erleben, die andere in meinem Alter wahrscheinlich noch nicht erlebt haben. Aber irgendwann muss man sich halt auch mal die Frage stellen, wann kommt dieser Punkt, an dem ich ein normales Leben führe? Also ich würde das niemals aufgeben mit YouTube und so. Ich würde das immer noch weiterhin nebenbei machen, wenn ich mir was anderes suchen würde. Aber es wäre halt nicht mehr mein Hauptfokus. Keine Ahnung, das nervt mich einfach, das macht mich so, ach, keine Ahnung, das macht mich kirre, es regt mich richtig auf einfach, dass ich nicht so richtig weiß, wohin mit mir, was will ich nicht, so, versteht ihr? Das ist schon echt ein bisschen blöd alles irgendwie, ich weiß auch nicht, naja, ich werde mich jetzt gleich mal fertig machen, ich nehme euch im Schnelldurchlauf mit und dann mal gucken, was der Tag so bringt. Guide.
this ride, feeling alive. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we'll make it tonight. Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah. Ich bin ready. Ich habe mir meine Haare jetzt ein bisschen durchgekämmt und einfach zurückgelegt. Ich habe nämlich heute keinen guten Haartag. Das ist jetzt mein erstes Outfit. Ich zeige euch das gleich nochmal ein bisschen genauer. Habe jetzt auch meinen Schmuck angezogen und habe versucht, meine Lippen so gut es geht zu machen. Ich habe extra ein Wattestäbchen genommen und den Lippenstift darauf gemacht, weil du sollst ja eigentlich deine ganzen Produkte austauschen, wenn du einen Herpes hast, weil das ja voll ansteckend ist. Ja. Auf jeden Fall. Also, ich sag euch so, wie es ist. Mein Gefühl ist immer noch nicht besser. Ich fühle mich immer noch so... Ich weiß nicht, warum das in letzter Zeit so ist, aber seit ein paar Wochen ist es halt so, dass mich dieses Zukunftsding extrem belastet. Sonst war das halt nicht so. Ich war dann so unbeschwert und war so, es gibt für alles eine Lösung und es wird sich schon ergeben. Und jetzt habe ich so richtig so Druck. Also, ich mache mir selber halt auch den Druck, aber... Keine Ahnung, ist halt voll scheiße. Es regt mich selber richtig auf. Auf jeden Fall kam Bio gerade von der Schule. Wir fahren dann jetzt zusammen Fotos machen. Gucken, was ich noch für ein Outfit raussuche. Weil wir wollen direkt ein paar mehr machen, damit wir ein bisschen Content haben zum Produzieren. Das ist auch so ein Ding. Wisst ihr, Leute, was mich so demotiviert irgendwie? Ich bin wirklich mit vollem Herzen dabei, was YouTube betrifft, was TikTok betrifft, was Instagram betrifft. Ich lade jeden Tag ein Instagram-Foto hoch. Ich mache jeden Tag Stories für euch. Ich lade jeden Tag TikToks hoch. Ich lade dreimal die Woche YouTube-Videos hoch. Und der Support ist halt auch nicht mehr so da, ne? Klar werden meine Videos noch geguckt und so. Und ich weiß auch, dass YouTube nicht mehr so interessant ist. Aber es ist nicht mehr so, wie es halt mal war. Und das ist halt auch irgendwie total demotivierend, weil ich gebe mir so viel Mühe und... Weiß ich nicht. Aber ich will in diesem Vlog auch nicht nur meckern die ganze Zeit, aber ich wollte halt einfach mal meine Gedanken mit euch teilen. Guck mal, Violicious ist da. Hallo, und ich sehe halt scheiße aus. Ich fühle mich halt auch nicht so gut. Also vom Aussehen geht, aber vom Kopf her. Warum also sehen meine Haare so rot aus? Ich fühle meine Outfit heute gar nicht. Sag ich euch mal. Ich weiß noch lange, was ich anziehen soll. Also wir fahren, wo fahren wir denn jetzt hin? Erstmal ein Foto machen, dann müssen wir zu Edeka für Malisches einkaufen und dann holen wir uns Red Bull, würde ich sagen. Einkaufen. Ja. Aber wo fahren wir jetzt ein Foto machen? Ich hätte jetzt aber eine Tanke gemacht. Schau wieder da. Ja, da gibt es ja noch mehrere Stellen. Maske. Ja, ich auch. Weil bei uns in Hessen ist ja FFP2-Maskenpflicht. Und das fuckt ab. Aber überall, oder nicht? Ich weiß es nicht. Vorher war es immer nur ich ziehe ein anderes Bundesland. In Dings hier. Doch, heißt es nochmal Niedersachsen. Doch, und so, glaube ich. Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall kaufen wir jetzt hier so 2-3 Teile. 4, 5, 6. Und wir schon noch so raus, oder? Dann machen wir noch Fotos. Ja, wir brauchen 2x Wasser für die Mama. Ja, ein Brot, Werten, Wurst, Käse und ein bisschen was Süßes. Hallo. Grüßchen. Wir sind zurück. Wir waren in so einem Edeka. Wir haben jetzt so lange am Bäcker angestanden. Länger, als wir in dem ganzen Laden überhaupt drin waren. Ja, weil die 10 Jahre gebraucht haben. Ja. Und wir haben uns Red Bull geholt. Ich habe Road. Chin chin. Chin chin. Ich wollte mal das Gelbe probieren. Ich habe es nicht gut probiert. Komm, wir machen einen Taste-Test. Also du, ich kenne meins ja schon. Ich liebe das Rote. Und ich habe eigentlich trinke ich immer das Blaue. Also nicht das Normale, sondern dieses Blau. Ich habe Dirty Zero gekauft. So. Geht's dir mit den Nägeln? Ja. Man lebt, ne?
geil. Also gut riecht nur auf jeden Fall schon mal, erinnert mich an Sommer. Du schluckst wie unsere Cousine. Doch, schmeckt gut. Schmeckt tropisch. Ja, wie dieses gelbe Eis, dieses Wassereis. Schmeckt halt so nach Maracuja, Mango, so. Wie halt. Dieses Capri-Eis, könnt ihr euch das vorstellen. So schmeckt das, falls ihr das noch nicht probiert habt, doch. Und das hier ist auch. Also bei mir kommt erst das Rote. Boah, nee, das Rote trinke ich gar nicht. Dann das Gelbe, dann das Weiße, dann das Blaue, dann das Lilane. Blau kommt ja voll spät. Und dann das Grüne. Das Grüne kommt zum Schluss momentan, das kann ich... Nee, das Normale kommt zum Schluss, aber das Grüne kommt auch ziemlich zum Schluss, weil es schmeckt mir nicht mehr irgendwie. Die Winter Edition, die schmeckt mir auch nicht. Granatapfel schmeckt mir voll gut. Das ist die Winter Edition. Ja. Warum schmeckt dir das nicht? Weiß ich nicht, das ist so sauer irgendwie. Boah, nee, mir schmeckt das voll gut. Und ich finde aber, die hätten das im Sommer irgendwie. Jetzt kommt da noch ein neues raus, auf das bin ich gespannt. Wann kommt das? Im Sommer. Mhm. Weil, das ist nice. So, wir fahren jetzt erstmal nach Hause, den Einkauf nach Hause bringen, ziehen uns um und nehmen ein paar Outfits mit, machen dann noch Fotos. Weiß jetzt auch kein Mensch wo, weil wir ja hier auf dem Kuhkaff wohnen. Ja, und wir haben überall, wo es schön aussieht, haben wir schon Bilder gemacht. Das ja. ist halt das Problem. Aber vielleicht finden wir Und wir haben irgendwie nur weiß und schwarz in unserem Content. Oder grau. Ja. Bayo und ich sind zurück. Die Businessfrau und die Blümchenmutti. Die Blümchenmutti. Ja, wir machen so jetzt... So Hotel ist mir viel zu klein. Der Anzug hier, ich habe einen ganzen Anzug, der passt mir auch nicht mehr. Der hat auch mal besser gesessen. Naja, auf jeden Fall. Mir quält auch alles raus. Auf jeden Fall machen wir jetzt ein Foto. Das ist schon peinlich. Ein zweites. Dann fahren wir wieder nach Hause, dann machen wir noch ein Foto. So lange, bis wir keinen Bock mehr haben. Ich würde sagen, wir versuchen echt richtig viele Fotos heute zu machen. Ja, weil ich poste jeden Tag ein Bild. Ja, damit wir so ein bisschen Vorlauf haben. Und wenn man dann auch noch Schule so hat, ist es dann schon scheiße. Generell kann man halt das Wetter eigentlich voll nutzen zum Fotos machen. Also es ist zu schaffen, sagen wir es mal so, aber es ist halt blöd. So kann man halt mal sagen, gut, ich habe ein Foto vorproduziert. Ich brauche heute nichts zu machen. Ja. Und wir haben auch schon TikToks gemacht, aber da machen wir auch noch ein paar mehr. Aber wir haben schon 2-3 Stück gemacht. Wo fahre ich denn jetzt hin, Vajo? Bei der Villa. Oder? Fahre ich hier hinten lang. Ich würde das ganz so heiß machen. Ja, ich brauche noch ein Foto für eine andere Seite. Dazu erzähle ich euch die Tage mal ein bisschen mehr. Und deswegen werden wir das jetzt mal machen. Wir hören jetzt ein bisschen Musik, da können wir euch leider nicht mitnehmen, weil ihr wisst ja, wie das ist mit der GEMA. Die sind ja da so ein bisschen strenger, leider Gottes. Sonst würden wir mal wieder ein Carpool machen, weil das wurde auch voll oft angefragt. Aber das Ding ist halt, das Video wird safe gesperrt werden. Und dann könnt ihr es euch eh nicht angucken. Und deswegen macht es halt nicht so viel Sinn, leider. Hallo, hier ist euer Mützen-Johnny. Ich habe eine Mütze an und Maya hat eine Sommerbluse an. Das ist doch keine Sommerbluse. Doch, die ist doch ganz dünn nur. Ja, die sah sehr kalt. Wir fahren jetzt zu unserem nächsten Spot. Ich habe mein Ocean Apart Set an. Ich habe auch einen Code für euch, aber noch nicht heute. Den droppe ich euch am Sonntag. Das ist ein sehr, sehr cooler Code. Da zeige ich euch das Set auch nochmal genauer, aber ich liebe es. Das ist so cool, das ist neu. Und es ist halt mal was anderes. Das haben wir in Pink und in Grün. Also ich habe es in Grün, weil heute ist in Pink. Können wir euch auch nochmal zeigen am Sonntag. Und in dem Video. Ja, aber das mit dem Pulli meine ich. Und der Mütze. Socken gehören da auch dazu. Also es ist ein richtig geiles Set. Aber dazu, wie gesagt, Sonntag mehr. Wir fahren jetzt unser nächstes Foto machen. Dann fahren wir wieder nach Hause. Dann fahren wir wieder 2 Fotos machen. Und dann sind wir fertig. Dann haben wir es für heute geschafft. Dann haben wir aber auch viel geschafft. Ja, dann haben wir echt guten Content produziert. Weil wir haben jetzt schon 3 Fotos, gell? 3, oder? Nee. Nicht 2, glaube ich. Sicher 2? Das hier oben und das bei der Villa. Das war schon? Ja. Fühlt sich irgendwie mehr an. Ja, und dann haben wir jetzt noch das und dann ist 3 und dann noch 2. Also 5. 5, ja. Aber das ist schon eigentlich ganz gut. Also ich mache trotzdem, wenn ich Lust habe, jetzt die nächsten paar Tage Bilder. Aber es ist so halt so auf Reserve, gell? Ist gut. Ja, also wir waren heute echt produktiv. Und heute posten wir schon mal eins davon, das kann man schon mal sagen. Ja. Hallo, wir haben jetzt Session Nummer, nee, nicht 2. 4. Ja. 4, fertig.
Jetzt machen wir noch ein Foto. Jetzt kommen 5 und dann kommt zu Hause, machen wir auch noch eins. Aber ich habe auch noch einen Pulli mit. Und ich habe auch noch ein gelbes, also das kannst du auch anziehen. Ja, man muss alles mitnehmen, was geht. Ich versuche jetzt gerade hier meine Frisur zu öffnen, weil es tut echt weh. Und, Vajo, kannst du mal helfen? Ich sehe jetzt schon wieder, dass mein Speicher komplett leer ist. Aua, das tut echt weh. Was habe ich mir hier nur angetan? Bitte nicht mein Ohr. Ich hab gerade voll ein Dings abgekriegt. War da nur eins drin? Ja. Ich will keine raus mehr. Hab's geschafft. Ich bin ein Taylor! Ich habe euch gerade erzählt, dass ich jetzt unten bin, dass wir heute richtig produktiv waren, dass ich hoffe, dass ihr euch auf den Content freut. Und ich habe euch gesagt, was es zu essen gibt und dann hat meine Kamera schon wieder einen Fehler angezeigt. Also Mama, willst du uns nochmal erzählen, was es heute zu essen gibt? Also es gibt Zwiebelrollbraten, ja. Es gibt Miniklöße, es gibt Schmetterlingsnudeln, es gibt Blumenkohl in Rahmsoße und einen gemischten Salat. Lecker, hier ist schon der Salat bereit. Ja, wir essen jetzt gleich. Ich war jetzt gerade mit Timmy, ich wollte eigentlich mit. Aber ich habe noch schnell einen TikTok fertig gemacht, das hatte ich nämlich vergessen. Und ich hoffe, sie ist dann gleich nicht sauer. Dann können wir nämlich noch unser Foto umsetzen. Ich habe nämlich nur Inspo, das muss man drin machen. Das ist ein richtig geiles Foto. Ich hoffe, wir machen das noch. Das sieht doch einfach nur lecker aus. Hallo Ladies! Oh, ich bin rangezoomt. Moment. Ich bin fertig, Leute. Also wir sind fertig. Vajo und ich haben jetzt gerade noch die 2 Fotos hier drin gemacht, von denen ich euch erzählt hatte. Ich habe so ein Body angezogen. Ich weiß nicht, ob das was geworden ist, weil es schon sehr sexy. Deswegen bin ich da auf jeden Fall mal gespannt. Es ist jetzt schon 20 vor 8. Wir haben heute sehr, sehr viel geschafft. Und da bin ich echt stolz auf uns, weil wir haben viele coole Fotos gemacht, muss ich sagen. Mein Plan ist es jetzt, mich abzuschminken mit euch zusammen. Bisschen Gesichtspflegeroutine, dann werde ich den Vlog schneiden. Und dann FaceTime ich mit meiner besten Freundin. Wir haben nämlich ein bisschen was geplant. Ein Foto muss ich auch noch hochladen. Heute auf Instagram, weil es kommt ja jeden Tag ein Foto von mir und auch von Vajo. Und ansonsten war das heute eigentlich unser Montag. Also sehr, sehr, sehr produktiv. Gerade für einen Montag sehr produktiv, muss ich sagen. Ja, ich habe auch über das Zukunftsthema so ein bisschen mit euch auf Instagram gesprochen. Ich habe euch gefragt, was ihr euch für eure Zukunft wünscht, was ihr euch vorstellt, was ihr gerne hättet. Und das ist so krass, weil im Prinzip haben alle so die gleichen Wünsche und Ziele. Das meiste war so finanziell unabhängig sein und Familie und Mann oder halt Frau. Also schon krass eigentlich. Ist ja klar, ne? Das wollen wir eigentlich alle. Geliebt werden, selbst lieben können, eine eigene Familie erschaffen. Oder halt, es gibt natürlich auch die Leute, die keinen Bock auf eine Familie haben oder erstmal keinen Bock auf eine Familie haben und erstmal Karriere machen. Ich überlege auch die ganze Zeit so ein bisschen, was heißt die ganze Zeit, aber ich habe mir gestern so ein paar Gedanken darüber gemacht, was ich gerne auch die nächste Zeit hier auf YouTube für euch hochladen möchte, in welche Richtung mein Kanal gehen soll. Aber ich bin noch zu keinem richtigen Ergebnis gekommen. Ich will auf jeden Fall die Mukbangs beibehalten. Ich habe das mit meiner Mama auch noch geplant. Mal gucken, vielleicht können wir das morgen oder übermorgen drehen für euch. Da hatte ich euch ja auf Insta noch Fragen gefragt und das haben wir noch nicht gemacht. Ansonsten das Vloggen natürlich werde ich auch beibehalten. Ich würde auch gerne nochmal so ein What I Eat in a Week machen, weil das kam ja ganz gut bei euch an. Und ich würde gerne mehr Videos machen, wo ich mit euch über so verschiedene Themen quatsche. Einfach so deepes Zeug, so, wisst ihr, so was ich früher halt immer gemacht habe. Nicht, falls ihr da irgendwelche Ideen habt, lasst mich das sehr, sehr gerne wissen. Jetzt blutet das schon wieder. Oh. Und das aufhört zu bluten. Aber das oben tut gar nicht weh. Und hier unten
mache ich jetzt noch so ein Pad drauf. So Leute, ich bin jetzt abgeschminkt, habe das Ding jetzt draufkleben und sehe jetzt wieder aus wie ein Opfer. Meine Hand sieht so dunkel aus im Gegensatz zu meinem Gesicht, aber das ist halt der Selbstbräuner. Auf jeden Fall hoffe ich sehr, dass der Vlog euch gefallen hat und euch unterhalten hat. Ich würde mich super über einen Daumen nach oben freuen oder wenn ihr uns auf Insta oder TikTok folgt. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich in meinem nächsten Video wieder. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen, passt auf euch auf und bis dann. Tschüssi.